So, dann mal los. Bei wem gucken wir noch rein? Schüttel. Was hat Schüttel denn hier gemacht? Schüttel baut auf jeden Fall Lego und Schüttel mag Ikea. Okay, Schüttel hat zum Drunterschieben scheinbar. Ah ja, guck mal. Schüttel hat so einen Wheelstand, den er dann ranschieben kann zum Fahren. Nice. Schön. Mit einer CSL. Ah, das sieht aus wie Next Level Racing wahrscheinlich. Ja, würde ich jetzt mal sagen hier. Kabelmanagement ist on fleek. Schüttel macht Homeoffice, seine Kunden kriegen Scheiß-Quali und seine Kumpels kriegen gute Quali. AS50, sehe ich. Gutes Headset. Oh, Schüttel. Ui. Oh, Schüttel hat sogar so eine Haptikmatte unten drunter. Okay, interessant. Und dann wird das immer einfach unten drunter geschoben. Okay, das ist ja ziemlich cool eigentlich. Nice. Also für Leute, die keinen Platz haben, ist das definitiv eine Option, ne? Hier steht noch was dazu. Ja, siehst du, das Next Level Racing GT-Track. Alright. Was haben wir denn hier? Yashi. Yashi mag Puma, sagt er. Die Handschuhe haben auch schon ein bisschen was mitgemacht. Oha, was sind das denn für Pedale? Ui. Das, okay. Da sind noch Shaker mit dran. Was sind denn das für Pedale? Die kenne ich ja gar nicht. Das ist ja interessant. Ist auf jeden Fall leicht italienisch angehaucht hier, das Ganze. Ist auch am Schreibtisch, so wie es aussieht. Aerolab F1 Team. Alright, alright. Ist das vielleicht VR? Ich würde sagen, es ist ein Ferrari-Fan. Warte mal, ist das ein originales Lenkrad von Charles Leclerc? Willst du mich verarschen? Oh, hier richtig an der Seite alles schön zugebaut und so. Das ist ja richtig schick. Das ist ja eindeutig ein Ferrari-Fan, würde ich sagen. Oh, das ist aber dafür, dass hier so eine Menge dran hängt, ist das sehr schön und sehr aufgeräumt, muss ich sagen. Das gefällt mir. Das ist sehr schick. Yashi, also Ferrari. Okay, hier haben wir auf jeden Fall das Mimige vom Mimigen. Stabiles Rig. Ist nur, glaube ich, mehr so ein Meme. Ne? Würde ich mal sagen. Ist mehr so ein Meme. Was haben wir denn hier? Fraggle. Oder Fraggle. Oh, Fraggle hat es wieder ein bisschen übertrieben. Also im positiven Sinne übertrieben. Okay. Fraggle hat sich erstmal oben drauf noch ein Dach gebaut, damit es halt dunkel ist. Schön, schön. Noch ein paar Tablets an die Seite, die wahrscheinlich rumgelegen haben. Ist ein Track Racer. Rick, schön. Hier ist das für. Oh, guck mal, er hat sogar UV-Light drin. Und das. Ich bin auch am echt am Überlegen, ob ich mir so eine Decke oben drauf baue, um Sachen da noch anzumontieren. Ne? Ich finde das echt geil, aber das geht bei mir leider nicht. Weil ich meine, also ich kann meinen Rig leider nicht so einpacken. Aber das ist richtig schön. Und es sieht auch so aus, als hier Zölling ist auch am Stissel, das ist sehr wichtig. Oh, die Maus kann man auch sehen, das ist auch UV-reactive. Schön. Das ist wirklich sehr hübsch gebaut, muss ich sagen. Und ich, also jetzt, ohne das abwertend zu meinen, es ist nicht teuer, was wir da zu stehen haben. Und das finde ich echt schön. Also, das sind so, ist Marke Eigenbau, das Rig. Ist auch Kollege, ich mache keine Deckel drauf. Sieht man hier. Ja, es ist kein Deckel drauf. Braucht auch kein Mensch. Ist auch Quatsch. Das ist ein schönes Rig. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das sieht auch so aus wie Work in Progress hier, weil hier ist noch so ein Schraubendreher dran. Also Fragle. Schön. Ohl. Ohl hat einen ganz leeren Raum für sich zum Fahren. Okay. Man kann nicht ganz so viel sehen und reinzoomen ist auch nicht. Aber das müsste ein GSE Track sein. Ja. Schön OMP-Sitz drin. Shifter ist auch mit drin. Das ist doch schön. Das wird mich hier ein bisschen stören beim Einsteigen, aber ich glaube, das geht. Das ist eine Fanatec-DD, ja, ne? Und das McLaren-Wheel mit Aufkleber. Aber es sieht so aus, als wenn da sonst nichts im Raum drin ist, oder? Das sieht halt wirklich so aus, als wenn da nichts drin ist im Raum. Einfach mal einen Racing-Raum gebaut. Schön simpel gehalten. Schlicht. Okay, wo kommen wir denn jetzt hier rein? Bei Chevy Man. Okay. Okay, Chevy Man. Chevy Man hat hier noch einen Laptop stehen. Oh, Precision Sim Engineering Button Box. Richtig schick. Ui, das sieht wirklich. Oh, hast du so eine Seat-Dinger? Wow. Also wirklich aus wenig, wenig in Anführungsstrichen Platz das Maximalste rausgeholt hier. Wow. Das ist eine Moser R16. Ich wette, also ich würde sagen, der gute Chevy, der arbeitet irgendwo in der IT. Bei einem Lenovo. Das ist ein Lüfter, ja. Das ist halt für frische Luft, ne? Das sieht aber wirklich schick aus. Also alles sehr bündig und zusammen.
Oh, die P2000 von Simmagic. Ui, mit den Rumble-Motoren dran und so. Wow, hier hängt auch noch ein Computer dran. Oh, das ist ja richtig fancy. Nee, das ist ein Bass. Nee, das ist der Bass-Shaker. Nee, das ist der Bass-Shaker. Hier hinten sind die aus. Das ist kein Rechner. Nee, das ist ein Bass-Shaker. Oh, das ist ja richtig schick hier. Und vor allen Dingen auch so richtig toll verkabelt. Das sieht richtig, richtig gut aus. Überall die Schläuche dran und so. Hier hinten geht. Guck mal, er hat sogar sein Hub hier hinten versteckt. Also ich denke mal, wartungstechnisch. Ah, hier steht der Computer. Wartungstechnisch ist, glaube ich, nicht so toll, würde ich mal sagen. Obwohl, doch, weil er hat Rollen unten drunter. Hm. Das ist wirklich ein sehr tolles Rig. Das ist ja ein ganz, ganz schönes Rig. Oh, oh Mann. Das ist der einzige Nachteil, Leute, am Tau-Set von Tau. Die haben leider so einen großen Durchmesser, ne? Guck mal, er hat hingekriegt, dass alle Shifter hier dran sind. Und bei mir geht das leider nicht, weil die von Tau so groß sind. Das ärgert mich ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Die sind so geil, aber sie könnten ein bisschen kleiner sein. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Rig. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Rig. Ja, das ist sehr hübsch. Kann man hier noch Bilder einreichen? Ja, Carolinchen, kannst du machen. Das kannst du im Discord machen und zeig mir eure Rigs. Also, Chevyman, hast du wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Sind das jetzt hier Rollen oder sind das Bass-Shaker? Ich weiß das nicht. Nee, das sind Boxen auf jeden Fall. Aber es sind keine Rollen unten drunter. Was ist das hier? Das kann man hier auch sehen. Keine Ahnung, was das ist. Also ist auf jeden Fall kein Motion drunter. Das ist ja richtig. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Rig. Chevy? Toll. Oh, BWT? Was haben wir hier? Oh, hier ist Mercedes angesagt. Auch mit Belüftung drin. Ach, guck mal, schade, dass die Bilder so klein sind. Oh, hier ist alles zugebaut. Hier ist es auch. Oh, guck mal, krass, sogar die Mittelkonsole so gebaut. Das ist richtig schöne Arbeit hier. Guck mal, hier auch an der Seite alles eingepackt und eingewrappt und so. Das ist auch ganz, ganz toll geworden hier. Schade, dass die Bilder so klein sind. Hier oben ist noch der Dashboard drin. Oh, sogar ein breites Dashboard. Das ist quasi das, was Makun hat, nur in klein, ne? Ja, hier geht es auch, glaube ich, schon ein bisschen mehr um, bei Totti geht es schon ein bisschen mehr um Immersion. Auch ein ganz schönes Rig, Totti. Ganz, ganz tolle Arbeit. Ui, was haben wir hier? Vierfeier. Hat Vierfeier sich die Füße gestoßen immer? Sieht so aus, oder? Schön Getränkehalter noch dran, ne? Ui, die Buttonbox, Alter, die ist ja richtig groß. Auch mit Belüftung dran. Hier ist auch noch. Oh, ist das der Simmagic Shifter? Oh, da müssen wir mal gucken, ob noch ein weiteres Bild kommt. Oh, das Dash, Alter. Oh, das ist ja richtig schön. Maga, ich finde das immer so toll, wie die Leute so große, so richtig schöne, üppige, große Dashes haben. Ach, guck mal, hier geht es auch so in Immersion. Oben wird wahrscheinlich alles zu sein. Also da wird auch so ein Deckel drauf sein. Weil hier, wenn er sich wegen Kopf stoßen und so. Schön. Ich glaube, ich muss damit auch bald mal anfangen. Nee, ist doch kein Deckel drauf. Das ist einfach wahrscheinlich nur, dass man das Gefühl hat, im Auto zu sitzen. Guck mal, UV-Light ist auch noch mit drin. Ist das wirklich das richtige Porsche-Dash? Das sieht so aus, wa? Ui. Ach, guck mal hier. Das ist sogar... Ach, das hat er sich auf das Mauspad mit angebaut. Okay, interessant. Schön. Hier sind auch noch Knöpfe an der Seite beide. Das ist ein schönes Rig. Ist Porsche-Fahrer, kann ich verstehen. Fährt iRacing Porsche. Ach so, hier, so hat er das. Ah, alles klar. Und hier sind die Dings dran, wahrscheinlich von Philips Hue für das Licht. Okay, cool. Das ist wirklich cool. Das ist auch schön gebaut. Das sind VHS-Pedale. Ach guck mal, hier ist sogar ein ganzer Deckel davor. Mit Dings drin noch, mit Knöpfen. Wow. Ganz toll. Guck mal, hier ist sogar noch so ein Schrägdings. Ah, guck mal. Ich danke dir für diese Idee, weil ich habe nämlich, aber Andreas baut ja gerade Buttonboxen und meine wird ein bisschen größer und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das ordentlich schräg rankriege. Jetzt weiß ich's. Du kleiner Fuchs, danke. Ganz schönes Rig. Das ist richtig, richtig hübsch. Das ist ein richtig, richtig hübsches Rig. Oh, warte, hier geht's noch weiter. Oh, das ist ein richtig toller Raum. Das ist wirklich ein schicker Raum. Ui, da hat sich einer, glaube ich, so einen Kellerraum ausgebaut, wa? Geil. Richtig schönes Rig von Vierfeier.